Weil er schon über 1-T-LSD-Nachfolger. Der Markt für neue psychoaktive Substanzen boomt. Weil es wird ja genau am 14. oder 16. wird 1-T-LSD verboten und 1-D-LSD und HHC. Und ich habe das ja im Open Mind Market, habe ich das ein oder andere davon ja vorhanden und ich habe noch nichts mitbekommen, was einen Nachfolger angeht. Und das heißt, hat der irgendwas recherchiert? Warte, wird es einen Nachfolger geben? Warte, hier. Schauen wir mal, hier. Wird es einen Nachfolger geben? Aber was das LSD angeht, ja, es ist sehr weit gefasst. Und es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich weiß nicht, also was als nächstes kommt. Ich kann mir halt vorstellen, dass es LSD-Pro-Chugs zu anderen Analogern vielleicht gibt. Es gibt ja, also aktuell reden wir nur über Pro-Chugs von LSD. Das heißt, die haben alle am Indol-Stickstoff irgendeinen kleinen Rest, der abgespalten wird. Es gibt ja neben dem LSD-25 ja noch mindestens 24 andere. Aber nur, um mal so einen Gedanken zu haben, man kann das Molekül auch an anderen Stellen verändern. Hast du deinen Shop schon leer verkauft? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen was auf Lager. Trotzdem wahrscheinlich noch aktiv bleibt. Mhm. Und man wird sich wahrscheinlich weiter von dem Kernmolekül LSD entfernen und dann neue Psychedelika schaffen. Das ist so ein bisschen mein Tipp. Ich kann an dieser Stelle als allererstes sagen, dass die meisten Shops... Also er meint, dass es dann keine Pro-Rocks zu LSD sind und dann halt quasi es dann leicht anderer Rausch wird. Das ist, da bin ich natürlich kein Fan von. Wenn sie Wissen darüber haben, dieses nicht mit euch teilen werden, denn sie wollen natürlich ihre bald verbotene Ware auch irgendwie loswerden. Und hier zeigt sich natürlich auch ganz deutlich wieder diese kommerzielle, kapitalistische Orientierung der ganzen Shops, dass hier einfach Profit vor Transparenz geht. Ich habe das die letzten Jahre immer wieder beobachtet, deutlich wieder diese kommerzielle Kapitalistische nicht mit euch teilen werden. Psychedelika schaffen, das ist so ein bisschen mein Tipp. Ich kann an dieser Stelle als allererstes sagen, dass die meisten Shops, wenn sie Wissen darüber haben, dieses nicht mit euch teilen werden. Denn sie also, wollen natürlich meint ihr jetzt Wissen, ob es jetzt einen Nachfolger gibt oder nicht? Bald verbotene Ware auch irgendwie loswerden. Und hier zeigt sich natürlich auch... Ach so. Ah, ja, jetzt weiß ich, wie ihr es meint. Okay, komisch, dass ich es beim ersten Mal nicht gecheckt habe. Ist ja völlig klar. Ja, also so quasi, wenn es einen Nachfolger davon gibt... Warum sollte man dann so noch den letzten Rest kaufen? Aber ich habe so einen Shop und ich weiß wirklich, ich habe wirklich keine Ahnung, ob es einen Nachfolger gibt oder nicht. Ganz deutlich wieder diese kommerzielle, kapitalistische Orientierung der ganzen Shops, dass hier einfach Profit vor Transparenz geht. Ich habe das die letzten Jahre immer wieder beobachtet. Es war immer wieder aufs Neue so, dass kurz vorm Verbot die Händler kommuniziert haben, naja, nee, wir wissen nicht, ob was Neues kommt. Es kann sein, dass... Aber das Ding ist, ich hatte da bei den letzten Verboten, hatte ich noch keinen Shop, aber ich war immer in Kontakt mit diversen Leuten. Bei den anderen, da habe ich dann immer Leute sagen können, ja, man könnte jetzt diese Substanz vielleicht machen oder so, die dann nicht im nächsten Verbot umfasst wäre. Aber dass es die Substanz auch wirklich gab, also es gibt ja nur einen Hersteller, der das macht und dass die Substanz dann auch wirklich hergestellt wurde, das erfahrt man dann immer erst nach dem Verbot, soweit ich weiß. Jetzt wirklich nie wieder was kommt. Es ist so schwierig, ein neues Molekül zu bauen und zack, einen Tag nach dem Verbot gab es was Neues. Und es wurde immer wieder so kommuniziert, einfach damit nochmal schön Sales gemacht werden, damit schön einfach das Produkt verkauft wird, weil das natürlich sonst vernichtet. Aber das Ding ist, es ist aber auch aus der Sicht des Kunden eine gute Sache, wenn man das jetzt nicht sagt, weil der Kunde, der will ja danach auch wieder die neue Pro kaufen. Und wenn jetzt vor dem Verbot direkt gesagt würde, was der Nachfolger ist, dann können die das ja berücksichtigen und dann auch direkt verbieten. Werden muss, weil es illegal ist. Ich beobachte den Markt seit einigen Jahren ganz genau und ich stehe auch in engem Kontakt mit verschiedenen Shopbetreibern. Und meine Einschätzung zur Situation ist, es wird zu 99,9% einen Nachfolger geben. Und ein Nachfolger, aber ist es dann eine Pro-Drug? Und außerdem muss ich sagen, ich fand das letzte 1-T-LSD oder 1-D-LSD ist sehr schwierig zu sagen, was von beiden das genau immer dann war. Ich fand das einer der, also mir hat das zum Beispiel besser gefallen als 1-P-LSD oder so. Dieser wird auch sehr bald erscheinen. Wirken diese Derivate nicht immer leicht anders als das Original? Das ist immer die Frage. Also manche sagen, man wird es bei einem Blind-Test erkennen und manche nicht.
habe ich drei deutliche Hinweise. Hinweis Nummer 1. In meinem Interview mit einem Shopbetreiber für mein letztes legales DMT-Video habe ich mit diesem ausführlich gesprochen und dieser hat mir ganz offen erzählt, dass sie an einem legalen LSD-Derivat dran sind und dass sie des Weiteren auch noch an vielen anderen psychoaktiven Substanzen, wie zum Beispiel legale Research-Dissoziativa. Ja, zum Beispiel legales 3-MMC. Ist jetzt so eine Art Variante draußen. Und so eine pilzähnliche Sache gibt es auch, glaube ich, mittlerweile. Dran sind und ja, möglicherweise die Chemiker, mit denen sie zusammenarbeiten, da bald etwas Neues haben werden. Das heißt, es könnte sein, dass von da irgendwas Neues kommt, was möglicherweise sogar gar nicht mehr mit Lizard Labs zusammenhängt. Hinweis Nummer 2. Einer der größten deutschen 1T-LSD-Händler hat vor wenigen Wochen noch seine Webseite komplett überarbeitet, komplett neu gemacht. Und ich glaube nicht, dass einer dieser allergrößten Händler diese Investition in eine neue Webseite machen würde, wenn sie nicht damit rechnen würden, dass ihr Geschäft quasi nach dem Verbot jetzt im Juni weitergehen würde. Hinweis Nummer 3, andere Shopbetreiber, mit denen ich gesprochen habe, haben sich alle immer sehr vage und unklar ausgedrückt, aber es klang schon immer so ein bisschen danach, als hätten sie ein Wissen darüber, dass da etwas kommt. Also Leute, ihr müsst... Also ich habe keinerlei Wissen. Nicht panisch jetzt unglaublich viel legales 1T-LSD bis zum 14. Juni bestellen. Ihr könnt euch aktuell sehr wahrscheinlich darauf freuen, dass dieses bescheuerte Katz-und-Maus-Spiel... Wenn euch 1T-LSD sehr gut gefallen, macht es natürlich dennoch Sinn, sich einzudecken. Weitergeht und es ein legales LSD weiterhin in Deutschland geben wird, auch ab diesem Sommer. Abschließend möchte ich an dieser Stelle unbedingt noch sagen, das Betäubungsmittelgesetz und das neue psychoaktive Substanzengesetz sind menschenfeindlich. In den allermeisten Fällen führen diese Gesetze zu mehr Problemen als die Substanzen selbst. Wir brauchen Aufklärung, Verantwortungsbewusstsein und eine grundlegend neue Drogenpolitik. Es ist unsere Verantwortung, auf eine gerechte Zukunft hinzuarbeiten, in der Drogen sinnvoll in unsere Kultur, in unsere Gesellschaft integriert sind. In der nicht die Strafverfolgung... Ja. Das wissen meine Zuschauer ja alles. Also, psychedelische Reise. Oh, ich habe ihn mit dem Kanal. Hä? Habe ich echt noch mit dem Kanal noch gar nicht abonniert? Wundert mich jetzt. Ja, auf jeden Fall, checkt es aus. Guter Typ. Ja, und hoffen wir auf jeden Fall mal, dass es einen geilen Nachfolger geben wird. Abonniert Open Mind Trompete. Bis zum nächsten Video. Peace!